Ich habe im Januar mein Wohnzimmer gemalert und währenddessen trat schon immer so eine gewisse Pelzigkeit in der rechten Hand auf. Und als ich dann fertig war, dann tat der ganze rechte Arm weh und der war auch immer so wie eingeschlafen. Also wie wenn Sie sich vorstellen, Sie liegen drauf und der schläft ein und das war immer so. Und dann waren auch noch die drei Finger taub. Die Diagnose: Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Cornelia Oles litt unter dauerhaften Schmerzen. Nur sehr eingeschränkt konnte sie ihre rechte Hand noch verwenden. In solchen Fällen versuchen die Ärzte des Asklepios-Klinikum Bad Abbach, die Probleme mit konservativen Therapiemethoden zu heilen. Doch im Fall von Cornelia Oles war eine Operation durch Dr. Daniel Bolucki unumgänglich. Der Spezialist für Halswirbelsäulenoperationen erklärt das schonende Verfahren. Es gibt unterschiedliche Operationstechniken. Das hängt schon mal damit zusammen, dass hinten an der Halswirbelsäule natürlich das Rückenmark liegt. Man muss immer um das Rückenmark herum operieren. Man kann das nicht einfach irgendwie zur Seite halten, um an die Bandscheibe zu kommen. Das heißt, manche Bandscheibenvorfälle muss man von vorne operieren, durch die Bandscheibe durch. Andere Engstellen, insbesondere wenn sie knapp neben dem Rückenmark selber liegen, wo die Nerven austreten aus der Wirbelsäule, dort kann man auch ohne Versteifung von hinten den Weg wieder für den Nerv erweitern, das Austrittsloch erweitern und kann das dann relativ unproblematisch für den Patienten gestalten. Auch bei Cornelia Oles verlief die Operation erfolgreich, dank Dr. Daniel Bolucki, ohne eine Versteifung der Halswirbelsäule. Ist alles okay wie vorher. Ich würde es also wieder machen. Ich muss sagen, weil das im Vergleich zu vorher war, das war unmöglich. Und ich würde es also jederzeit wieder machen. Eine Operation kann aber in vielen Fällen auch vermieden werden. Und auch hier ist eine optimale Versorgung am Asklepios-Klinikum Bad Abbach garantiert. Gerade an der Halswirbelsäule können wir viele Bandscheibenvorfälle auch konservativ behandeln. Das ist sogar noch effektiver als im Bereich der Lendenwirbelsäule, weil viele Vorfälle an der Halswirbelsäule sogenannte weiche Vorfälle sind. Die drücken nicht ganz so stark auf den Nerven, die machen Schmerzen, die lassen sich aber konservativ gut behandeln über Krankengymnastik, über Medikamente, auch über gezielte abschwellende Injektionen. Das Team um Professor Joachim Grifka und Dr. Daniel Bolucki behandelt mithilfe dieser Injektionen sowohl Bandscheibenvorfälle als auch Verschleißerkrankungen. Die Spritzen dringen dabei direkt in den Wirbelkanal ein, der Schmerzkreislauf wird durchbrochen und die Patienten können schmerzfreie Krankengymnastik machen, Muskulatur aufbauen und die Wirbelsäule so stabilisieren.